Hallo und herzlich willkommen. Wir haben hier so ein neues Starter-Set der Lab-Serie. Das würde ich euch ganz gerne mal vorstellen. Ja, also das Gute daran ist, dass man hier ideal Ameisen drinne beobachten kann. Also es ist perfekt geeignet für jetzt so Schulen, Universitäten oder für den Forschungsbereich. Ja, also Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze privat zu nutzen. Wir haben es schlicht und einfach gehalten. Durch die gleichmäßigen Kammern und Gänge lassen sich grüne Kolonien sehr gut beobachten. Die übersichtliche Gestaltung erlaubt eine einfache Zählung der Population. So sind Veränderungen innerhalb der Kolonie schnell und leicht zu erkennen. Das Nest bzw. das Plattenformikarium enthält spezielle Gipspunkte zur Nestbefeuchtung. Über ein feuchtigkeitssaugendes Band kann diese Gipspunkte aus einem untergestellten Reservoir bzw. Wassertank mit Wasser versorgt werden, ohne dass das Formikarium dazu geöffnet werden muss. Bei Bedarf können diese Gipspunkte natürlich auch bei uns nachbestellt werden, aber in der Regel haben solche Gipspunkte eine sehr lange Lebensdauer. Die Sets gibt es in Nestplattenabständen von 6, 10 und 20 mm. Das entspricht unseren Größen SML im Onlineshop. Diese werden gewählt je nach Größe der jeweiligen Ameisenart. Zur Futterversorgung ist eine externe Arena enthalten, die mit dem Nest über einen Schlauch verbunden wird. Die NQ-Box ist mit einem einsteckbaren Rahmen sowie einem auflegbaren Deckel versehen und besitzt zusätzlich zwei 27 mm Öffnungen. Der Deckel hat eine 50 mm Öffnung, in die Gittereinsätze, Ventilatoren und andere Elemente eingesteckt werden können. Als Zubehör gibt es hier einmal das Ausbruchsschutzöl, einen Schaumstoffwischer zum Auftragen des Öls, eine Tränke, Napf, eine Kunststoffpinzette zum Greifen fester Objekte wie zum Beispiel Abfälle sowie eine Pipette zum Nachfüllen des Wassertanks. Zum Verbinden der beiden Formikarien gibt es diesen transparenten Schlauch sowie den Beckenschlauchverbinder und Stopfen 27 und 50 mm. Wie das Ganze jetzt zusammengebaut wird, das würde ich euch jetzt mal zeigen. Zunächst einmal verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder mit der Arena. Dann wird der Schlauch dort eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne fest verschraubt. Jetzt schieben wir die Schlauchenden in bzw. auf die Buchsen des Nestes, um diese zu verbinden. Jetzt füllen wir den Wassertank auf. Das Wasser zieht sich jetzt durch das feuchtigkeitssaugende Band bis an die Oberfläche der Gipspunkte. Mit den einzelnen 27 und 50 mm Stopfen und der 16 mm Formikarienkappe verschließen wir die noch vorhandenen Öffnungen und Buchsen an der Arena und der Farm. Nun befülle ich die Tränke mit Wasser und gebe Futter in den Napf. Diese platziere ich in die Arena. Hier kann ich am besten kontrollieren, ob die Tränke leer und genug Futter vorhanden ist oder die Futterbehälter eventuell gereinigt werden müssen. Den Rahmen bestreichen wir jetzt mit einem Ausbruchsschutzöl. Dazu kann man unseren mitgelieferten Schaumstoffwischer verwenden oder ihr nehmt einfach ein Haushaltstuch oder verteilt das Ganze mit dem Finger. Wichtig ist darauf zu achten, dass ihr wirklich nur einen hauchdünnen Film auftragt. Wenn zu viel aufgetragen wird, besteht halt auch die Gefahr, dass wenn sich ein Tropfen zum Beispiel bildet und gerade kleinere Arten drin sind, dass diese halt auch daran ersticken könnten. Nun setzen wir den Rahmen auf die Arena auf. Schaut nochmal genau nach, ob auch wirklich alles dicht abschließt. Theoretisch wäre die Anlage jetzt soweit sicher, da die Tiere jetzt hier nicht einfach entweichen können. Um ganz sicher zu gehen, haben wir hier auch noch eine Abdeckung, die genau auf den Rahmen passt. So, da wir jetzt alles fertig haben, kann ich eine entsprechende Kolonie einsetzen. Falls die Tiere in einem größeren Transportbehälter oder Neströhrchen vorhanden sind, der nicht in die Arena passt, so kann man zum Beispiel halt ein Stück von dem mitgelieferten Schlauch abschneiden und in dem Fall das Neströhrchen direkt an das Plattenformikarium stecken. Um den Tieren ein Untertagegefühl zu bieten, empfehlen wir eine passende rote Abdeckplatte. Zur besseren Belüftung bieten wir noch verschiedene Gittereinsätze und Gitterkappen an. Zum sicheren Greifen der Tiere empfehlen wir eine Federstahlpinzette
So kann man die Tiere greifen, ohne sie zu verletzen. Um in der Anlage auch die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, haben wir noch verschiedene Thermo- und Hygrometer im Angebot. Wir haben auch noch eine große Auswahl an verschiedenen Tränken und Futterspendern. Auch kann das Set problemlos mit anderen Formikariensystemen, Nestern und Arenen aus unserem Haus erweitert werden. Wer es mag, der kann die Arena natürlich auch mit Bodengrund befüllen, mit einer Fotorückwand bekleben oder mit verschiedenen Objekten dekorieren. Ja, wenn die Ameisen soweit ausgezogen sind, dann könnt ihr das Neströhrchen natürlich auch entfernen. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.